Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phoenix Point. Sodala, guckt mal. Wir haben beim letzten Mal den Ambush, den Hinterhalt, gut überstanden. Aber kriegen auch keine Belohnung dafür. Ein bisschen Erfahrung. Dafür haben wir auch Munition verbraucht, das darf man nicht vergessen. Deswegen schaue ich jetzt auch mal ganz kurz unser Team an. Ah, wir haben auch neue Forschung. Ach, die Autopsie von diesen Fischkerlen, gegen die wir gerade bekämpft haben. Ich weiß nicht, woher wir die Leiche haben, ehrlich gesagt. Aber macht ja nichts. Personal. Ausrüstung. Denn die Munition wird knapp. Ja, genau. Kann ich hier irgendwie das Magazin, das da drin ist, entladen vielleicht? Scheinbar nicht wirklich. Das wäre nämlich ganz gut. Ich würde gern außerhalb der Missionen nachladen können. Aber leider geht das nicht. Aber gut, eine Mission, ein Magazin und einen Schuss haben wir noch. Also eine Mission kann Ramsey noch mit der Jericho... Aber die finde ich gut. Die gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob sie mir besser gefällt als die Kanone. Ja, aber sie ist eigentlich schon nützlicher als die Kanone. Muss man schon sagen. Und hier bei den Gewehren... Ah, nee. Das sieht schon gefährlich aus. Selix, dein Gewehr packen wir mal weg. Du kriegst wieder eins der guten alten... Phoenix Point Gewehre mit extra Munition. Und Aventus Granate ist sowieso... Genau. Warte mal, jetzt ist hier doch noch Munition? Ja, genau, aber nur mit 4 Schuss. Nee, nee. So nicht. Aber jetzt ist mir gerade... Aber ich habe gerade gecheckt, wie das funktioniert, dass ich das entlade. Weil dann kann ich jetzt quasi... Nee, warum wird das automatisch mit... Hä? Ach so, weil jetzt sind hier 2 und der lädt jetzt erst den an... Ja, den... nee, jetzt hat er den vollen reingeladen und ich nehme die paar Schuss noch als extra Munition mit. So wollte ich es machen. Sehr gut. Dann kann ich nämlich hier... Das geht leider nicht, aber dann kann ich hier den halbleeren Clip auch noch als Notfallmunition mitnehmen. Okay. So machen wir das. Das ist gut. Dann ist Basti jetzt unser Gauss-Gewehr. Mensch. Cool. Na dann, weiter zum nächsten Fragezeichen. Und erkunden. Ah, da haben wir noch eine Siedlung von denen entdeckt. Und zwar eine sehr große, wie mir scheint. 19.000 Bevölkerung. Nur nicht schlecht. Na gut, dann weiter zu unserer Mission, würde ich sagen. Der Symmes Rückzugsort, Erkundungsstätte, Missionsbeschreibung. Unsere Agenten haben den privaten Rückzugsort von Rudolf Symmes III. Erreicht, wo wir hoffentlich zusätzliche Informationen finden, die uns dabei helfen, seine Notizen zu entschlüsseln und seine Aktivitäten zu verstehen. Unsere Scans zeigen jedoch eine feindliche Präsenz in der Gegend. Mission. Blab, starten. Hier wird mir jetzt gerade gesagt, dass der angeblich keine Munition hat. Aber das habe ich doch gerade überprüft. Da ist doch noch alles im grünen Bereich. Wollte mir vielleicht nur sagen, dass sein Clip fast leer ist oder so. Keine Ahnung. Wird schon passen. Aber mir fällt gerade auf, dass wir noch, genau, hochleveln können. Zurückschießen ist nämlich auch ziemlich gut. Feuert auf einen Feind innerhalb der Hälfte der Wahrnehmungsreichweite, der einen Verbündeten angreift. Automatisches Zurückschießen. Und schießt mit 20% mehr Genauigkeit. Einfach so. Das ist super. Da kann man nichts sagen. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Willenskraft, ein bisschen mehr Stärke für die HP. Das kann nicht schaden. So, hier haben wir auch Zurückschießen, eine super Fähigkeit, die kann jeder brauchen. Den Nahkampfschaden macht jetzt momentan keinen Sinn. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, noch ein bisschen mehr davon. Weiter. Aha, und Ramsey ist auch auf Level 3 aufgeschrieben. Der kann jetzt den Kriegsschrei, alle Gegner innerhalb von 10 Feldern haben beim nächsten Zug einen Aktionspunkt weniger. Ja, werde ich wahrscheinlich nie benutzen, lernen wir trotzdem mal. Nahkampfwaffe macht jetzt keinen Sinn. Dafür vielleicht auch ein bisschen mehr Stärke. Bisschen mehr Willenskraft. Bisschen mehr Bewegungsreichweite. Ah, warte mal.
Ich habe Zakorak gar nicht auf Level 2 aufgelevelt. Bin ich blöd? Warum denn nicht? Werd Granaten 10% weiterwerfen. Overwatch-Kosten, Überwachungskosten wird um 1 reduziert, ist definitiv gut. Ah ja. Okay. Jetzt sind sie alle hochgelevelt. Hier wird mir immer noch angezeigt, manche Waffen sind nicht voll geladen. Ja, okay, genau, das passt schon. Team einsetzen. Los geht's. Wenn dein Agent nicht die richtige Klasse hat, um seine Waffe kompetent zu benutzen, ist seine Genauigkeit geringer und er kann sich verhaspeln. Er schießt nicht, verbraucht aber trotzdem Aktionspunkte. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Okay, wir sehen gleich mal einen Haufen Gegner am Start, am Landepunkt. Hier ist einer, da ist einer, da ist einer. Aus dem Wald kommen sie, die drei. Die drei Hübschen. Dann bringen wir unsere Leute mal in Deckung. Okay, der steht schon in Deckung. Ach komm, eröffnen wir das Feuer. Naja. Naja. Ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, glaube ich, oder? Ich glaube, das kann man machen. Blinder Stürmer heißt seine Waffe. Okay. Ja. Sind die Bäume Deckung? Nee, Bäume sind keine Deckung. Bäume sind Grünzeug. Na, versuchen wir es mal. Ramsi wird er schon nicht treffen. Hostile Mist. Leider daneben getroffen. Be right there. Ach, blödes kleines Bäumchen, ey. Aber gut, versuchen wir es mal. Naja, immerhin. Na, gar nicht schlecht. Crunch time. Zooming in. Oh yeah, komm schon. Sehr gut. Den ersten hätten wir schon mal erledigt. Wunderbar. Ja, da steht jetzt Ramsi leider im Weg, aber der hat auch noch gar nicht geschossen. Traue ich mich, dass Ramsi ein bisschen vorrückt? Okay. Ramsi, mach das. Zumindest ist alles weg, außer die Gegner. Jetzt haben die anderen freies Schussfeld. Oh, jetzt hat er sich unsichtbar gemacht. Habt ihr das gesehen? Gemeinheit. Oh oh. Ich glaube, der hat einen Granatenwerfer und eine Nahkampfwaffe. Der auch. Oh oh. Okay. Wenn der sich nicht mehr bewegt, weiß ich, wer jetzt gleich von Ramsi zersiebt wird. Nämlich einer von den beiden. Ich weiß jetzt gar nicht genau wer. Der da. Los geht's. Cool, das hat funktioniert. Ready for action. On my way. Ah, ich hab es ganz, ganz schlecht bewegt jetzt hier. Guckt euch das an. Aber könnte funktionieren, ne? Sieht sogar sehr gut aus eigentlich. Ja, passt. Ready to fire. Hostile down. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, wo war jetzt der andere Gegner? Da hinten. Be right there. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie sich der bewegt.
Machen wir mal einmal hier Overwatch. Und einmal, gibt es da hinten eine Tür, durch die er durch könnte? Ja, gibt's. Ja, machen wir mal. Schauen wir mal in den Raum rein. Na schau, ist doch gut gelaufen. Ah, Moment, warum keine Munition mehr? Aber, ach so, ich dachte, okay, laden wir nach. Perfekt. Schade, hat nicht ganz gereicht, aber das kriegen wir schon noch hin. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir den jetzt in der Runde schaffen. Oder? Sehr gut. Ah, aber das war's noch nicht. Diesmal war's das noch nicht. Diesmal kommt da noch was. Okay. Ich halte mal ein bisschen Ausschau. Dann schauen wir mal. Okay, bis jetzt keiner da. Müssen wir, glaube ich, ein bisschen suchen gehen. Be right there. I'm here. Also ich schätze mal, hier ist wahrscheinlich keiner, sonst hätten die den jetzt gesehen, aber. Kann er mal ein bisschen vorsichtig sein. Be right there. Seltsam. Ist das eine Tür? Ne, ist keine Tür. Es gibt noch ein oberes Stockwerk. Vielleicht sollten wir da mal reinschauen. Müssen wir mit dem zwar sprinten, aber ich versuch's mal. Weil ich meine, wahrscheinlich ist da niemand, ne? Aber man kann ja mal reinschauen. Sieht nicht so aus. Aber es gibt sogar noch ein Dach noch zusätzlich. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, um uns eine Übersicht zu verschaffen. Los geht's, Ramsi, Jetpack Power! Jetpack Power Ramsey sieht auch niemanden. Sehr ungewöhnlich. Niemand sieht irgendwas. Ach so, weil wir sein Tagebuch brauchen. Ah, und das liegt da oben irgendwo. Glaube ich zumindest, oder? Hier ist es. Okay. Manchmal auf die Missionsziele gucken macht Sinn. Diddle-dim. Cool. Ramsi und Basti sind schon auf Level 4. Cool. Und ein Tagebuch haben wir auch noch gefunden. Warum schreiben in Videospielen eigentlich immer alle Tagebücher? Schreibt von euch jemand ein Tagebuch? Gibt sowas noch? Ist nicht irgendwie Twitter oder Facebook oder so, sind das nicht die neuen Tagebücher? Unsere Agenten haben eine große Menge an Dokumenten aus dem Rückzugsort von Symes bergen können. Anhand dieser sollten wir in der Lage sein, besser zu verstehen, was Symes tat und was er entdeckte. Analyse der Dokumente. Wir haben drei wichtige Standorte identifiziert, die Symes als besonders relevant für seine Forschung über die Geschichte des Phoenix Projects und zur früheren Ausbrüchen ungewöhnlicher Krankheiten erachtet hatte. Es ist zwingend erforderlich, dass wir Agenten entsenden, um diese Orte zu untersuchen, sobald die strategische Situation es zulässt. 100 Technologie, 300 Materialien, 3 neue Orte wurden der Geoscape-Dingsy hinzugefügt, nämlich Aufstieg durch Sünde, Absturz durch Tugend, gefroren und Gefangener des Eises.
As the world fell apart around us, it was difficult not to feel guilty. Some chose to be proactive and fight, but not me. I came here instead. My best weapon is my mind, and I need silence to put it to work. The history of the Phoenix Project is a complex tapestry. In Russia, Turkey, Britain, Spain, not one unbroken lineage, but a tangle of organizations, each passing the torch to the next with only one goal: to protect the human race. But protect it from what? Did they know about the Pandora virus? And if so, how? The answers are out there. So much has been investigated and collected and analyzed, but it's all scattered, lost. I don't know if it's possible to track it all down, but I have to try. There's only one thing I'm sure of. I can't stay here anymore. Okay, mach das. Na schön, Leute, dann nutzen wir das jetzt mal als schönen Abschluss für diese Folge heute. Und beim nächsten Mal, wo sind denn bitte die anderen drei Punkte? Oh, weit weg. Hier oben ist einer. Da ist einer. Und Afrika nix, Europa nix. Irgendwo wird noch einer sein. Drei Punkte wurden markiert. War da irgendwas mit Eis, ne? Vielleicht? Nö. Ne, den hatten wir schon. Wo ist denn der dritte Punkt? Hier sind zwei ziemlich nah beieinander. Ach so, das sind die beiden. Und einer war irgendwo in der Nähe eines Nebels. Ach, was weiß denn ich. Die finden wir schon. Auf jeden Fall wird das eine lange Reise. Ah, da ist der dritte. Auf jeden Fall eine lange Reise. Ziele. Finde Phoenix-Basis Nordamerika. Ah ja, klar. Hier oben irgendwo. Das liegt sogar auf dem... Also da liegt das sogar auf dem Weg. Perfekt. Complete Research. Rekrutierungsprotokoll. Aufstieg. Und das sind die drei Missionen. Ich verstehe. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.